Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute mal nur ein ganz kurzer Quick-Tipp, denn es geht darum, wie man gegen die Sonne Bilder machen kann, ohne störende Lensflares dabei auf dem Foto zu haben. Viel Spaß damit! Ich stehe jetzt gerade am Alexanderplatz, möchte ein paar Bilder machen. Wir haben hier überall krassen Verkehr, deswegen ist es natürlich auch etwas lauter. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal den Fernsehturm fotografieren und ich habe hier eine krasse Gegenlichtsituation, denn die Sonne ist direkt mit auf dem Bild mit drauf. Und da haben wir jetzt das Problem, dass ziemlich krasse Lensflares entstehen, die auf dem Bild später stören könnten. Ich schalte jetzt einfach mal hier auf mein Kameradisplay um. Du siehst jetzt hier unten auch schon, ich bin jetzt gerade im Videomodus, aber du siehst jetzt hier zum Beispiel auch schon einen ziemlich störenden Lensflare, den ich nicht unbedingt haben möchte. Und wie können wir das jetzt umgehen? Ich werde jetzt hier einfach erstmal ein normales Foto machen. Und dann siehst du jetzt auch schon, wie dieser Lensflare hier noch mit drauf ist. Und dann werde ich ein zweites Foto machen. Und diesmal werde ich aber von oben noch meine Hand hier über die Sonne halten. Und du siehst jetzt auch schon, wenn ich die Hand wieder rein und raus nehme, siehst du jetzt hier auch schon in dem Kameradisplay, wie dieser Lensflare verschwindet, wenn ich die Hand hier über die Sonne drüber halte. Das sieht jetzt erstmal relativ komisch aus. Ich mache jetzt hier einfach nochmal ein Bild. Aber der Vorteil ist einfach, dass ich dann später in die Bearbeitung reingehen kann und das Ganze ausmaskieren kann. Und somit haben wir dann ein Foto mit der Sonne drauf, aber ohne störende Lensflare. Was muss ich jetzt dabei beachten? Ich habe jetzt die Kamera hier auf dem Stativ, das heißt, die Kameraposition wird in keinem Fall irgendwie geändert und dadurch ist es mir dann relativ einfach, später in Photoshop einfach da eine Maske drüber zu legen und das Ganze auszumaskieren. Das war das Video für heute, etwas kürzer als sonst, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Kommentiere unten in den Kommentaren, falls du noch Fragen hast. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.